Ich behaupte einfach mal, Voyonona EX ist underrated. Oder jedenfalls so, dass man es nicht unbedingt gleich erwartet. Das ist für eine gute Überraschung gut. Aber gucken wir uns erstmal Voyonona EX an. Was genau macht es denn eigentlich? Wir haben hier einmal die Hitzewelle für ein Feuerenergie. Das aktive Pokémon des Gegners ist jetzt verbrannt. 30 Damage. Und wir haben Spiegelflammen. Und das ist übrigens die Attacke, auf die wir gehen. Das ist das Wichtige. Für zwei Feuerenergie oder ein Feuer und ein X beliebig, macht es 80 Schaden, aber das Wichtige ist, wenn du genauso viele Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt diese Attacke 140 Schadenspunkte mehr zu. Aber Phil, wie kriegen wir das denn hin, dass wir genauso viele Handkarten haben wie der Gegner? Ja, da gibt es ganz einfache Möglichkeiten. Da gibt es die ganz einfache Möglichkeit einer gewissen Trainerkarte, die sich Belila nennt. Ziehe so lange Karten, bis du eine Karte mehr auf deiner Hand hast als dein Gegner. Aber Phil, dann hast du ja immer noch nicht die gleiche Anzahl an Handkarten. Ja, da kommt der Moment, wo man ein bisschen sein Gehirn einschalten muss, um zu gucken, welche Karten legt man ab. Und man muss natürlich immer so ein bisschen zählen, wie viele hat der Gegner, wie viele habe ich selber. Aber ich habe das ein paar Mal getestet und wenn ich es jetzt natürlich sage, dann klappt es natürlich nicht. Aber ich möchte euch noch ein bisschen weitere Kernkarten des Decks vorstellen. Das wurde sich auch in den Kommentaren gewünscht, dass ich das doch bitte mal tue, wenn ich ein neues Deck vorstelle. Deswegen tue ich das jetzt hier gerade. Ne? Ich spiele das in Kombination mit Skelecroc EX, weil Spiegelflammen macht ja eben mit, macht normalerweise ja nur 80 Schaden plus die 140, wenn die Anzahl der Karten gleich ist, sind wir also bei 220. Das Coole aber an Skelecroc EX ist, einmal während deines Zuges kannst du eine Basis-Feuer-Energie-Karte aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel legen, um diese Fähigkeit einzusetzen. Während dieses Zuges fügen die von deinem Pokémon eingesetzten Attacken dem aktiven Pokémon deines Gegners 60 Schadenspunkte mehr zu. Also wirklich effektiv, wenn man es perfekt vorbereitet bekommt, macht dein Voyonona, dein Phase 1 EX-Pokémon, macht einfach 280 Damage. Und das ist das, was wir halt eben nutzen wollen. Das Coole ist, Skelecroc kann man auch gut nebenbei vorbereiten mit einem glänzenden Brand hier. Und ja, wie spielen wir das Ganze? Wir haben natürlich noch das strahlende Glurak mit drin als starken Single-Prizer. Gegen Ende für die Draw-Mechanik haben wir zweimal Bediza und zweimal Bedifast drin. Dann kommen wir mal zu den Trainerkarten. Ja, so ein bisschen, ich denke mal so ein bisschen klassisch, ne? Also VIP Battle Pass, wir haben Hyperball drin, weil wir müssen ja auch ein bisschen Karten abschmeißen. Eben die Belila als Kerntrainerkarte. Vielmal auch ein Pepper. Ich weiß, also ich habe jetzt auch schon einmal die konstruktive Kritik bekommen, dass das hier eine tote Karte sein soll, weil ich ja meinen ersten Zug verspiele. Sehe ich noch anders, wir können es eben einfach mal spielen. Und dann gucken wir mal. Natürlich brauchen wir ja auch Pokécom, um an die gewissen Trainerkarten ranzukommen. Und natürlich gibt es die restliche oder die komplette Deckliste auch in der Beschreibung. Es kann gut sein, dass vielleicht in der Beschreibung da die ein oder andere Karte doch nochmal anders ist. Aber im Kern wird es gleich sein. Das machen wir nämlich dann immer so bei dem Deck. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach rein ins Match und dann schauen wir uns mal, ob hier das gute Voyonona uns ein paar Siege bringen kann. So, schon mal gleich hier die Kamera wieder ändern, ne? So. Und dann irgendwo dahin, ne? So übers Deck. Ich weiß mal gar nicht, ob das so gut passt, aber naja. Tristan! Tristan CP, let's go, Tristan. Schauen wir mal. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn ich nicht, Erster bin. Ist auch die Frage, ob ich das mache. Möchtest du Erster dran sein? Na, nö, wir spielen da ja mit der Sache. Also, nein, ich will nicht Erster dran sein. Könnt mir gerne auch konstruktive Kritik dazu dalassen. So, und dann schauen wir mal. Oh, kein Basis-Pokémon. Aber eigentlich habe ich genug Basis-Pokémon im Deck. Schade, 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 dass ich das jetzt nicht habe. Gucken wir mal, dass wir das Ganze richtig spielen. Übrigens, Irdengefäß natürlich auch mit drin, weil wir brauchen ja manchmal auch einfach Karten, um dann wieder abzulegen. Ist natürlich jetzt wirklich schade. Aber wir können das... Oh, tatsächlich leider schlecht gezogen. Ist halt die Frage, ob wir dann erst... Wir machen es mal so. Wir machen es mal so. Ob das die richtige Variante ist, weiß ich jetzt noch gerade nicht. Er kann auf jeden Fall noch ein paar Karten nachziehen. Aber jo. Ein Alola Ratzfratz. Also ein Alola Radikal-Deck.
Schauen wir mal, was das bringt. Oh, mit Donnersichel. Okay. Und bei ihm läuft das natürlich da schon besser. Uiuiui. Uiuiuiui. Guck mal, so. Und dann hier. Und das Quajazzo. Und zwei Energien weg. Und ein Donnersichel. Und wie dies was. Aber es ist natürlich auch, ist auch normal. Jetzt kommt das Alola Radikal. Kommt das jetzt? Das hat leider keine Schwäche gegen Feuer, ne? Schwäche gegen Blatt. So. Da eine Energie ran. Und dann war das sein erster Zug. Der war ziemlich gut. Und mein. Ja, okay. Ich habe jetzt zwar einen Battle Pass. Was natürlich nice ist. Aber, dass ich jetzt tatsächlich hier nichts ziehe, hätte ich nicht gedacht. Also wie gesagt, ne, ich habe 10 Trainerkarten drin, plus 4-mal Pokécom. Es ist schon wieder bezeichnend, die erste Runde. Man denkt sich dann so, hey cool, da stellt jemand mal ein Deck vor, das ist ein bisschen anders. Dann sieht man so hier die ersten zwei Züge und denkt sich wahrscheinlich immer, ach Mensch, naja, doch bloß ein Lappen. Aber was soll ich dazu sagen? Ne? Es ist so, du nimmst die Offline-Runden nicht auf, die dann gut laufen. Und dann sowas. Jetzt kann er natürlich auch Dampf machen, um sich eine Karte rauszusuchen, was natürlich auch cool ist. Ja. Er kann sie also gut aufbauen. Mal gucken, ob wir das dann auch so halbwegs können. Professor Antique, was? Ja, und da kommt natürlich auch der andere Spaß gleich. Seine Kombi hat er hier auch gleich draußen. Eigentlich braucht er nur noch ein Doppelturbo. Giftiges Puder und dann kann der jedes One-Shotten. Ich glaube, wir. Ja. Ich glaube, das war jetzt in meiner Variante schon wieder zu langsam. Aber das ist auch wieder so eine Variante, das. Normalerweise passiert das nicht. In den meisten Fällen. So, gucken wir mal. Es hängt von der nächsten Karte ab. So, da ist ein Pokécom. Da ist das. Das ist zwar nicht die Trainerkarte, die wir brauchen, aber eine, die wir spielen können. Ich kann auch einfach schon mal das Fluchtseil spielen. Wir hoffen jetzt einfach, dass wir einen Vulpix ziehen, ne? Möchte ich nochmal sagen. So. Dann können wir nochmal ein Pokémon raussuchen. Nehmen wir noch ein. Dass wir einfach mal so ein bisschen die Karten ausdünnen. Und dann. Oh mein Gott. Oh, dreimal VIP Battle Pass. Okay, wir gehen in die nächste Runde. Nächste Runde. Wir spielen gegen La Morte. Ist das nicht Spanisch für der Tod? Ich hatte nie Spanisch. Aber irgendwie klingt das so. Der Tod, 96. Ich möchte nicht gegen den Tod spielen. Das ist gruselig. So, Kopf. Hä, gibt es eine neue Animation für die Münze? Wenn die irgendwie landet, dass die dann so ein paar Sternchen abschießt? Kann sein, ne? Vielleicht ist es auch schon älter. Ich habe jetzt halt tatsächlich, ich glaube, 1,5 Monate nicht gespielt. Jetzt denken sie euch, hä, wieso bekommt ihr jeden Tag ein Video? Ja, da seht ihr mal, wie weit ich vorproduziert habe. Uiuiui, das ist natürlich jetzt auch hier schon schwierig. Aber ich würde sagen, dann nehmen wir das Manaphy nach vorne, das Bidiza und das können wir auch schon spielen. So, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus hier. So. Ein Lurak EX-Deck. Okay. Okay. Feuer gegen Feuer. Schauen wir mal, wie das dann läuft. Und was ich jetzt hier noch ziehen kann. Ich habe auch gar nicht aufgepasst, ob er anfängt oder nicht. Da ist ein Pepper, das ist auch perfekt. Pepper. Pepper, Pepper. Ui, Anti-V, ja. Anti-V habe ich auch schon so gesehen in Kombination mit dem. Mit Galadladri, ne? Mit dem EX, wo du gut Schaden verschieben kannst und dann mit dem Medichamp einfach dir dann da den zweiten Zug gönnst. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen. Das Doof ist natürlich auch, Magma-Becken ist für ihn natürlich auch gut. So. Wir spielen einen Battle Pass. Krokel und das brauchen wir. Und dann
spielen wir einen Pepper und holen uns aber tatsächlich einen Hyperball, gehe ich mal davon aus. Und die Entwicklung. Weil dann machen wir so und so und dann entwickeln wir einfach mal, würde ich sagen. Genau. Dann nehmen wir die beiden. Haben das Vulnona und haben das Lokroko. Und dann nächste Runde, wenn er meinen Bediza jetzt nicht tot macht mit einem Boss oder so, dann haben wir auch das Bedifas. Gucken wir mal, was sein zweiter Turn ist. Natürlich hat er direkt Sonderbonbon und Lurak EX auf der Hand. Ey, wenn ich so eine Deck spiele, ne, habe ich das nie. Habe ich nie. Nun gut. So, jetzt macht er natürlich genau das. Hat auch noch einen Pepper, hätte also nicht mal gebraucht, theoretisch. Wahlgürtel und ein Nestball. Und dann gucken wir. Arceus. Aha. Einfach nochmal zwei extra Karten raussuchen, oder was? Warum in Kombination mit Arceus? So. Feuerrondo. So, jetzt ist natürlich das Problem, dass unten... Ah, gut, ich kann... Das geht nur an Pokémon, die... auf der Bank liegen, ne? Genau. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Dann müssen wir hoffen, dass wir auch irgendwie noch was haben, was wir switchen können. Oh, ich habe lange nicht mehr gespielt. Ne? Mein Kopf ist Matsche. Gut. Dann erstmal so und so und dann so. Ja, die kriegt er. Trotzdem. So. Und dann nehmen wir uns das. Das. Ich habe relativ wenig Karten zum Zurückziehen. Aber das ist das, worauf wir eigentlich hoffen müssen, ne? Das ist jetzt die Frage, wenn ich das... We need it. Ist jetzt ein bisschen natürlich ein Problemo. Aber dann ist es so. So. Okay. Wenigstens dann verbrannt. Und ich glaube... werde schon mal ein zweites Vulpix vorbereiten. Es reicht auch, wenn das jetzt einmal verbrannt ist. Also es, ja. Wir brauchen halt die zweite Feuerenergie, ne? So, das macht 20 für jedes Pokémon. Das hätte ich vorher ausrechnen müssen, ne? Für jedes Pokémon auf der Bank, die haben das Gegners. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. 140, 160, 180, 200. Also es kann maximal 200 Damage machen. Das ist gut für uns. Aber er hat jetzt auch da noch sein Arceus Faust da. Kann sich damit dann auch noch Sachen raussuchen. Taubsi. Und eine Energie für das Glurak, ja.
Und da ist die Sterngeburt. Besiegen dürfte er es theoretisch nicht. Was für uns natürlich gut ist. Stadionruine. Okay. Ne, siehst du. So. Verbrennung immer noch da. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier ziehen. Das plus Befehl vom Boss, ne? Auch stark. Wir brauchen aber noch die Handkarten. Sollten wir aber eigentlich hinkriegen. Befehl vom Boss, den reinlegen. Da Energie ran. Ich brauche aber noch eine Energie. Das ist ein bisschen ein Problemo. Aber ist auch die Frage, warum sollte ich den besiegen? Er hat noch gar keine Energie, ne? So. Ist halt die Frage, reicht es? Ja, wir machen das so. Kann man wahrscheinlich auch, ich behaupte jetzt auch mal einfach, man kann mein Deck bestimmt auch noch, also noch viel schlauerer spielen. Nicht so, wie ich es tue. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ne? Wisst ihr. So, wir brauchen genau 3 Handkarten. Können ja auch mal erstmal, na gut, aber warum sollten wir das einsetzen? Die Feuerenergie ab und dafür dann, ja, 2 neue Energien ist auch irgendwie Quatsch, ne? Tja, wir brauchen aber 3 Karten auf der Hand. 1, ablegen damit. Wie viel Energie haben wir denn jetzt hier schon abgelegt? 2. Oder kann ich nicht einfach so machen und dann einfach keine Karte raussuchen? Genau. So. Genau. Spiegelflammen, Bums. So, das ist dann jetzt erstmal weg. Das Problem ist, wir haben nichts Neues vorbereitet. Das ist Big Problem. Wir haben in der Runde jetzt gerade nicht das gezogen, was wir brauchten. Sonderbonbon. Für einen Tauboss-EX, ey. Na, auf jeden Fall weiß ich auf jeden Fall, dass er hier perfekt gezogen hat. Er hat hier alles, was er braucht. Ob man das wohl Vulnona-EX auch einfach mit einem Parpson spielt? Wisst ihr, was ich meine? Einfach mit ein paar spielen. Tja, wenn ich ihm den jetzt schenke. Ist das doof, ne? Aber ich habe auch einfach mein zweites. Also ich habe auch mehrere Vulnona X. Ziehe ich auch nicht. Was wir machen können, ist das Ganze ein bisschen rauszögern. Hier den reinlegen. Imsen machen. Eine Karte ziehen. Würdengefäß. Ach, ich habe auch gar keine Energie mehr, ne? Glaube ich. Ich glaube, ich habe gar keine Energie mehr. Ne, brauche ich nicht. Und dann können wir den Zug beenden. Großartig. Ah.
Das geht besser. Es geht besser. Ich muss echt ohne Scheiß, ne? Entweder muss ich wieder reinkommen, gedankenmäßig, oder nochmal was ändern. Aber ja. Es ist jedenfalls mal was anderes, ne? Ich spiele nicht immer den gleichen Scheiß wie alle anderen. Und das ist halt auch der Nachteil dann. Das ist der Nachteil. Ja, und jetzt sag mir mal keiner, der Glurak der Ex ist nicht stark. Also, ne? Klar ist das stark. Aber wo ist mein zweites Voldona? Wo ist ein Hyperball? Zwei hatten wir. Vielleicht muss ich das mit dem Beliefers auch einfach anders machen. So, was hast du da jetzt? Ach, du entwickelst jetzt. Okay, ja. Technische Maschinenentwicklung. Ja, warum nicht, ne? Gut. Da ziehe ich nochmal einen Krokel. Dann machen wir das jetzt so. Spielen erstmal den. Wir müssen wieder ein paar Feuerenergien reinkriegen, ne? Ein paar Feuerenergien ins Deck. Und dann ist halt die Frage, ob wir einen Pepper brauchen und uns nochmal einen Hyperball holen. Ja, ne? Why not? Ja, den besiegen wir jetzt. Das ist jetzt wichtig. Den müssen wir einfach besiegen. Und dann legen wir den ab und den ab. Ach ne, hier, technische Maschinenentwicklung. Deswegen können wir den ablegen und dann brauchen wir... Hallo, wir haben noch zwei Vononas im Deck übrigens. Wer hätte das gedacht? Und dann können wir einfach mit glänzendem Brand den tatsächlich besiegen. Jetzt macht aber natürlich auch sein Glurak schon mega Damage. Dürfen wir nicht vergessen. Und er macht zuerst den Schaden. Das ist ein Problem. Der hat ein zweites Glurak. Aber hat er genügend Energie, um nochmal zwei anzulegen? Hat er. Oh, vor allem hat er auch noch einen Taubos EX, ne? Sieht auch noch was raus. Und der hat so viele Optionen noch. Ich glaube, das sieht für uns sehr schlecht aus, auch wenn wir hier auf drei Preiskarten ihn schon runtergehandelt haben. Nigmara. So, jetzt war eine Feuerenergie. Aber in dem Fall bräuchten wir zum Beispiel eigentlich das Magma-Becken. Was er auch nicht spielen mag. Und mein Problem ist, dass er zuerst den Schaden macht. Das ist wirklich, das ist a big, big problem. Deswegen hat er da den Druck auch. Ja, das sind auch nicht ohne, 270. Der könnte auch einfach, wenn zwei weitere Preiskarten liegen, macht er da 330 Damage, ne? Es ist immer das Gleiche. So, was mache ich jetzt? Darf ich mal einen Boss reinschieben? Ich weiß nicht, ob ich ein drittes Magma-Becken drin habe. Ehrlich gesagt. I don't know. Bringt mir der Boss was? Ich könnte halt darauf spielen oder absehen, ob er noch eine dritte Energie hat. Wenn er die nämlich nicht hat... Dann kann er damit nicht attacken. Das sind 2, 4, 6, 7. Ja, könnte sein, ne? Könnte aber auch mit dem Tauber sich dann die dritte Energie raussuchen. Aber das ist auch unsere einzige Variante, die wir hier machen können. Behaupte ich jetzt einfach mal. Na gut, er kann den auch zurückziehen. Aber... Anders nicht möglich.
kommt das dritte Durak gleich. Passt mal auf. Ja, genau. Siehst du, also er hat zwar keine Energie und auch keine Möglichkeit, aber er hat halt die Möglichkeit, das eben ranzulegen. Und hat er noch Energie im Deck? Hätte es gereicht? Ja, gespannt. Ja, guck mal, es hätte sogar noch gereicht. Er hätte doch sogar das drin lassen können. Aber dann geht er natürlich... Ja, wow. Dann geht er natürlich auch die... Und noch eine... Okay, er hatte definitiv kein Energieproblem. Und er kann auch eine Karte raussuchen. Also ja, ja, ja. Lurak. Es ist halt, Lurak ist halt stark, ne? Ich glaube, es ist verloren, oder? Der Mord, er macht da jetzt auch keinen Fehler mehr. Er hat so viele vorbereitete Karten. Es tut mir leid, ich habe übrigens noch eine Mission, wo steht, schließe 2 Matches ab, ohne aufzugeben. Deswegen, das ist auch der Grund. Ich glaube, wir brauchen das nicht mehr hier durchmachen. Und selbst mit meinem Volona kriege ich nur 280 Damage hin. Wenn ich es denn hinkriege. Vor allem habe ich jetzt nicht mal mehr mein Skelecrock, um das zu machen. Und deswegen schauen wir mal. Schauen wir, was passiert. Wow, ich habe noch ein Fluchtseil. Genau, eine Karte ziehen. Ja, ich dann sogar noch hier durch mein komplettes Deck durchgegangen bin. Ich kann ihn einfach nur verbrennen. Schade, brauchen wir ein drittes Magma-Becken? Liegt es daran? Ich weiß es nicht. Nee, wir verändern noch nichts am Deck. Und wir gucken mal, wie es dann morgen läuft. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Es gibt natürlich das Problem, also ihr könnt mir die konstruktive Kritik zu dem Deck schreiben oder auch Ideen, was damit rein kann. Mein Problem ist bloß, ich muss leider heute schon alle Folgen für die ganze Woche aufnehmen. Das heißt, ich werde da nichts mehr dran ändern können. Das tut mir leid, aber ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht und ihr habt vielleicht eine Idee selber, um das irgendwie cool zu machen. Also, ciao, ciao.